Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Partner und Sponsoren, ganz herzlich willkommen bei uns in der Löwen-Lounge zu unserem heutigen Halligalli-Spieltag, zum Familientag gegen Krimmitschau. Und bevor wir zum heutigen Spiel kommen, haben wir heute auch wieder einen ganz besonderen Ehrengast hier, der mit den Lions 2004 Meister geworden ist. Von 2003 bis 2006 hat er für das Frankfurter Eishockey gespielt. Herzlich willkommen, David Sulkowski. David, du hättest natürlich schon bei unserem Legendenspiel mit dabei sein müssen, konntest aber nicht. Warum? Ja, ich war in der Zeit, war ich damals noch in Schwenning aktiv. Hab da leider selber in der DL noch im Einsatz gesteckt und konnte leider aufgrund dessen, weil wir an dem folgenden Tag einen wichtigen Spieltag hatten, dort leider nicht weg. Mittlerweile bin ich jetzt seit 3 Jahren nicht mehr aktiv. Beim zukünftigen Spiel, glaube ich, bin ich gerne wieder dabei. Super, freuen wir uns umso mehr, dass du heute hier bist und dass ich dich nachher unseren Fans auf dem Eishockey präsentieren darf. Jetzt bist du ja dem Eishockey, du bist nicht mehr aktiv, aber du bist dem Eishockey trotzdem treu geblieben. Was machst du denn aktuell? Da ich ja aktuell mich in Hannover niedergelassen habe, habe ich dort die Möglichkeit gehabt, direkt beim Sport treu zu bleiben. Ich glaube, der ein oder andere, der kennt die Hannover Indians. Das ist, glaube ich, emotional einer der gleichzusetzenden Standorte in Deutschland. Und dort im Moment habe ich dann den Posten des Geschäftsführers. Ja, also eine richtige tolle Aufgabe, freue ich mich total. Wie läuft es bei den Hannover Indians speziell in dieser Saison? Ja, ich glaube, dieses Jahr, das ist eine der durchwachsensten Saisons, die wir bis jetzt in den letzten 3 Jahren hatten. Ich glaube, ich hatte mit dem einen oder anderen schon die Möglichkeit, sich zu unterhalten. Unsere Fans, unsere Zuschauer, die sind auch teilweise sehr emotional und denen geht es natürlich auch sehr, sehr unter die Haut, wenn wir mal nicht zu Hause gewinnen oder wenn der Erfolg nicht da ist. Ich kann es sehr verstehen, aber wir sind natürlich jetzt für die Playoffs gewappnet und wollen natürlich da weiter Punkte holen. Kenne ich, die Situation kenne ich ganz genau, geht uns nicht anders da. Noch eine Frage, damals zu den Meistertitel gab es noch eine ganz ungewöhnliche Geschichte im zweiten Finalspiel hier bei uns auf dem Eis. Erzähl es gerade mal. Ja, es war damals zu der Zeit, es war das zweite in Berlin, haben wir leider verloren. Und dann mussten wir natürlich hier zu Hause das Spiel gewinnen. Und es war eine Situation, dass der Berliner Spieler rausgefahren ist. Und er hat wahrscheinlich von mir einen wunderbaren Check bekommen, aber in dem letzten Moment hat er den Schläger hochgezogen und habe ich leider dann 5 Zähne verloren. Ich dachte eigentlich, für den Abend ist der Abend gelaufen. Dann bin ich dann einfach zur Bank rausgefahren und dann stand damals der Manager Lance Navery, der mich dann umgedreht hat, wieder aufs Eis geschubst hat. Dann bin ich zurück auf die Bank und dort stand schon Rick, der mir dann so ein altes Handtuch zugeworfen hatte und sagte, du, jetzt wisch dir dein Gesicht ab, du musst wieder aufs Eis. Ja. Sensationell. Das war Einsatz, das waren knallharte Typen. David Sulkowski, freue mich total, dass du heute hier bist beim Frankfurter Eishockey. Ich freue mich nachher, wenn wir uns nochmal auf dem Eis sehen. Dankeschön und herzlich willkommen in Frankfurt, David Sulkowski. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.